Oh, ich weiß, welcher das ist. Das ist. Aber ja, aber ich weiß ja jetzt mit der nach oben Hüpffähigkeit, dass ich die öfter benutzen soll, entsprechend. Und haben sehr viele Herzen. Aber das ist ein Nacktschneiden. Halt die Schnauze, ich weiß, was ich tun muss. Lass mich in Ruhe. Ich will nämlich nicht. Okay, kein Bogen. Das ist das Schlimmste eigentlich. Hier hoch. Mit einem Bogen. Ich habe es ein bisschen eilig. Ah, genau wegen so einem Scheiß. Hallo, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Oh mein Gott, komm schon. Die Zeit kurz anhalten, das ist gut. Oh, der lebt noch. Gut. Rote Fässer sind böse. Warte, okay, gut. Ach, geht doch da hoch, 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 hoch. Menü. Und dann das mal hier hin ganz schnell. Wasser ist gut, da stirbst du nämlich. Eingesammelt, Bogen, gut. Okay. Ja. Dann hoch, 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 hoch. War schon richtig link. Haben wir eine bessere Waffe? Ja, eine 7er. Hallo? Nein! Fokus! Oh, okay. Jetzt bitte einfach hoch. Link. Ey, ich bin stuck gerade hier. Okay, jetzt nicht mehr. So. Jetzt gehen wir einfach mal schnell hier hin. Nehmen uns die Sekunde. 8, wunderbar. Hey, hallo? In die Hand. Legen das hin. Nehmen die Waffe. Und fusionieren das. So, jetzt haben wir eine gute Waffe. Das gleiche machen wir jetzt nochmal. Mit dem Ding. Fusionieren und haben eine gute Backup-Waffe. So. Ich habe das geklippt. Irgendwas so, dass ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass dieser Clip existiert, aber nicht mehr, wer es war. Das ist ein ganz toller Clip. Nee, das klappt jetzt nicht, dass ich direkt an die Leiter gehe. Gut. Ach, da ist ja noch einer. Oder so. Jetzt auch. Hallo. Wow! Ich versuche gerade selber zu zielen. Oh mein Gott.
Oh, fuck off! Dass ich hochgehe und sofort einen Pfeil fress. Das war so unnötig. Das lief so gut. Warum ist denn immer ein mega starker da drin? Dieser Titel hier, Freshly Picked Tingles Rosy Rupee Land. Oh Gott, ja, das ist doch dieses Tell-Lernspiel für den DS gewesen, ne? Telefon, aber kein Hauptspiel. USK 6, Peggy 12. Der Tingle ist halt... Ach, das ist jetzt super doof. Das so unnötig ist. Ah, mein Gott. Geh doch da hoch. Geh doch hoch. Hallo, hoch. Es ist doch blau. Mit dem Staff. Oh mein Gott, das ist eher runtergeflogen nochmal. Okay, wir müssen das aber schon einmal irgendwie zusammenbauen. Dass wir da schon mal was haben. So. Genau. Das schon mal umstellen. Ach. Unnötig, nervig. Ihr schießt übrigens alle schon auf mich. Ist nicht gut. Der sieht mich. Natürlich sieht mich der ums Eck. Was ist ein Quatsch. Da oben. Ich hab's gesehen. Komm ich aber von alleine nicht hin. Oder? Doch, komm ich. Aha. Ich brauche erstmal eine Bock. Ding. Aber auch diese Waffe da vorne. Die da einfach rumliegt. Und run, 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 run. Bin ich drunter, hoch. Wurde doch knapp. Das ist die gute Waffe jetzt. So, das ganze Ding absaufen. Pfeile, Elektrofrüchte. Das heißt... Das geht nicht. Warum kannst du denn den Bogen nicht nehmen? Link, hallo Bogen. Vielleicht nicht in einem Fleck bleiben. Absaufen. Ich glaube, das ist der beste Plan. Schwimm doch einfach einen Meter noch weiter, ey. Also der Affe. Lass kurz gucken, ist außen noch irgendwo was. Ja, aber da liegt Stuff oben drauf. Den hätte ich gerne. Oh, das sind Glutdinger, ne? Oh, gut. Ne, Feuerfrüchte, perfekt. Oh, da ist noch einer. Stock, was das ist. Das ist die beste Strategie bisher. Die Dinge einfach absaufen lassen. So. Oh, da vorne ist der Loot hin. Ja, gefragt, wo ist der Loot? Ist das ein Schild? Oh. Schild ist actually gut. Hallo Schnuti, gute Nacht Schnuti. So, war da nicht noch einer im mittleren Ring? Ja, da. Mittlerer Ring ist übrigens in München eine Straße. Die wollt ihr nicht fahren im Berufsverkehr. Absolut horror. Habe ich meinen Fahrlehrer damals auch durchgeschickt. So, wir fahren nach München, wir fahren eine Runde mittlerer Ring. Was ein Arsch. So. Ach, was ist denn die...
beste Waffe, die wir momentan... Wir haben keine neuen Waffen gefunden. Weirder Durchgang. Nicht so schlimm. So. Wie viele Pfeile habe ich denn? 41, du hast heute noch reichen. Und auf dem Bums hier eh nicht mitnehmen. Lass. Oh, guck doch erstmal über die Kante. Geht die Frucht verloren? Noch ein Schrein. Wahnsinnige. Oh ne, der ist eingefroren. Es ist Wasser gefallen. Perfekt. Ich mache halt Progress hier, ich doch auch. Schlimmster Schrein bisher. Aber hallo. Der war wirklich eklig. So viel mehr Sidequests zu machen. Ja. Ich nicht, natürlich. Wir haben so viel Sidequests gemacht. Ja. Wir hätten auch die Dornen nehmen können, ne? So. Und ab. Das ist egal. Bumm. Ich möchte wirklich einfach nur randalieren, weil wir jetzt sowieso geheilt werden am Ende. Von daher. Nicht so wild. Bitte lass das jetzt ein Diamanten sein, wenigstens, damit es sich lohnt. Eine Beta-Elite-Klinge, 27. Augen für alles. Wenn ich schon mal eine hier. Eine schlechtere davon. Ja, dann dich weg, ne? Wenn wir den schon mal fotografiert haben. OOT, USK 6, Peggy 12. Bei Majora's Mask würde ich es verstehen, wenn es höher ist. Weil das ist schon weird, gruselig. Was ist der Twilight Princess? Das würde mich interessieren. Twilight Princess ist ja doch eher düster angehaucht. Aber Twilight Princess war so gut. Ich weiß immer nicht, warum alle meckern. Hey, Twilight Princess ist voll kacke. Gar nicht. Das war so gut. Alle immer. Und auf der anderen Seite sagen sie immer, hey, Skyward Sword war so gut. Nein, es ist nicht. Skyward Sword ist scheiße. Also Skyward Sword war das Zelda, das mir am wenigsten Spaß gemacht hat. Entsprechend auch das Einzige, wo ich die Story nie abgeschlossen habe und es auch nicht vorhabe, je wieder anzufassen. Bin ich ganz ehrlich, ich finde Skyward Sword nicht gut. Dave, gefangen in der Vergangenheit, spielt immer noch TK. Hallo Holzhütter. Schon wieder eine halbe Stunde. Warum machten ihr die immer auf cool und die Witze? Martin steht vor dem Spiegel und ruft erfreut, Mama, ich bekomme keine neuen Pickel mehr. Mutter, warum das? Martin, kein Platz mehr. Ja, nun. Ich bin 31 und krieg immer noch Pickel. Ich bin hier aus der Pubertät raus. Gab's da nicht ein Lied von Rockstar? Kommt mit 25 in die Pubertät oder irgendwie so? Das Lied, glaube ich, heißt einfach nur Pubertät. Das ist ein gutes Lied. Was da generell. Ja, natürlich. Du bist so ein Baum. Och, ich möchte einfach nur zwei Äpfel mitnehmen. Nö, der Baum... Oh Gott. Ha, 31. Tja. Das bleibt sowohl Peggy als auch USK. Ja, verstehe ich aber bei... Twilight Princess absolut. Ist gerechtfertigt, finde ich. Den Sechsjährigen will ich es auch nicht spielen lassen. Der wird auch kein Mann. Hey, doch bin ich. Old Man Dave.
Bart abholst, du kommst auch noch. Wenn du mal in meinem Alter bist, pass auf, Bulle. Gibt's eigentlich eine Erklärung, warum die Bäume aufwachen? Pff, Regards, keine Ahnung. Bäume waren zu ungefährlich bisher in Breath of the Wild. Also hat man sein TOTK gefährlich gemacht. Keine Ahnung. Es sind halt jetzt wütende Bäume. Die sind sauer. Ich habe keine Ahnung. Ich habe doch keine Ahnung von der Lore, als ob ich aufpasse. Jupp. Hep. 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 X kannst du springen, du musst nicht klettern. Naja, springen beim Klettern ist auch nur springen. Oh, ist das der Herzchensee? Oh, hab den Herzchensee gefunden. Und steht hier wieder jemand? Mich? Wie, hier ist keiner. Ah, da ist eine Kiste drin, oder? Auch nicht? Bin ja beinahe enttäuscht. Wie, hier ist keiner, der die Liebe sucht? War doch der Gag in Breath of the Wild. Dass man hier hin soll, wenn man die Liebe sucht. David, es gibt andere Meinungen, aber deine Meinung ist Müll zu Skyward Sword. Skyward Sword ist Müll. So. Ja, natürlich ist hier oben ein Glock. Guck in den See, werde Teil des Sees. Ach da. Boah, der war heftig. Huhu. Yay, kein Glocksamen. 11. Ich habe mir wieder nicht gemerkt, wie viel wir für das nächste Upgrade brauchen. Hm. Wo war der andere See? Der gebrochene Herzsee? Da. Und manche sind dahin gegangen, aus Versehen, und der See gibt halt keine Liebe, weil es halt ein gebrochenes Herz. Ein Ochse. Warum steht da ein Ochse? Der Baum wackelt. Warum wackelt der Baum? Ein Elden Ring Baum. So ein Kritikpunkt. In Elden Ring, die Bäume, die wackeln die ganze Zeit. So voll das Scheißspiel. Ja, mach's besser. Punkt. What the fuck? Die Bäume wackeln. Es muss ein schlechtes Spiel sein. Hä? Was? Was ist das für eine Begründung? Das sind so Sachen, wo ich mir immer denke, ihr habt sie doch nicht mehr alle. Was ist denn falsch mit euch? Das als Begründung. Oh, Mimimi, ist ein schlechtes Spiel, weil da wackelt was. Ja, dann sind es halt Gummi. Ach, natürlich seid ihr jetzt wach. Dann sind es halt Gummibäume, na und? So lustig. Aber deswegen ist das ein schlechtes Spiel, hä? Das ist so ein Quatsch. Worüber sich manche Leute... Oh nein, du bist eine Mimik. Ein extra Schuss gibt. Och, schade. Wirklich? Okay, also auch nur 7. Dass es Mimics gibt hier, ist halt so frech. Also, naja, was heißt Mimics, aber Trolltruhen. Skyward Sword, womit ich hasse es. Dave's. Ich hasse es, Dave zuzustimmen, aber alle paar Jahre hat er mal recht. Ich dich auch, Holz. Ich dich auch. Alle paar Jahre habe ich mal recht. Ach, da liegt er. Ich hab noch gehört. Er ist aber zart war. Hier. Bock zu seinem Freund. Deswegen immer mit Herz. Weil Guy Love und so. It's Guy Love. Ich sing schon nicht mehr. Ich wollte was anderes machen eigentlich. Ich wollte Max. Aussage Max. Ah ja, das Häuserding. Da muss ich jetzt wirklich mal ganz kurz googeln. TOTK Haus. Haus kaufen. Perfekt. Wird schon ein Auto. Bild. Haus kaufen und bauen. Das muss ich. Will wissen, wo das startet. Ich kann es jetzt gern suchen gehen, aber dann hocken wir halt hier 5 Stunden, wenn ich über die komplette Map laufe.
Ich will nur wissen, wo die startet. Schauen wir, was bauen kann. Eine Weile spielen. Genauer gesagt muss man dafür noch Tabasa, südlicher kann er hochnehmen. Powder die Quest. Wir brauchen die Quest Mathildas Aufbruch. Die startet das. Das sind abgeschlossen. Ah, guck mal, die haben wir sogar. Perfekt. Dann kann ich den Artikel gleich wieder wegmachen. Wunderbar. Dann machen wir jetzt einfach diese Questreihe. Mehr wollte ich nicht wissen. Wo und wie startet das? Keine Spoiler dazu, einfach nur den Hinweis da. Legend of Zelda Link to the Past in Four Swords. USK 6 Peggy 3. What the fuck? Hey, warte, hey. Nein, Mann, USK ist 6, verdammt. Mini Dave hätte sonst in einem Jahr spielen dürfen. Muss er halt noch 4 Jahre warten. Blöd gelaufen für ihn. Darf er es doch noch nicht spielen. Elden Ring an und für sich ist ein Kritikpunkt. Elden Ring ist eins der besten Spiele aller Zeiten und alle Spieler und die komplette Presse sieht das genauso. Die Presse sagt sogar, es ist das beste Spiel jetzt. Also bisher, das je erschaffen wurde. Und du bist der Einzige, der meckert heute. Mimi, die machen zu wenig Neues. Ich wollte auch nichts Neues. Ich wollte ein Open World Dark Souls. Ich habe ein Open World Dark Souls bekommen mit Elden Ring. Es ist alles, was ich wollte. Ich habe genau bekommen, was ich wollte. Das ist ein großartiges Spiel. Das macht Spaß. Easy as that. Man muss nicht immer alles neu erfinden. Das ist auch so eine Herangehensweise. Das ist das Gleiche wie vorher. Das ist ja gar nichts Neues. Also ist es schlecht. Ja und? Das ist doch scheißegal. Habe ich Spaß damit? Ja. Bin ich glücklich damit? Ja. Muss es unbedingt das Rad neu erfinden? Nein. Das ist totaler Quatsch. So, Mathildas Quest geht hier bei dir los? Anscheinend bei ihm. Weil wir sollen nicht wackeln, nur Bubis. Unter diesem Argument? Nein. Also ja, aber nein. Kannst du den Krok in den Bauern, was in den Baum hängen? Wir wollen keine Crocs hängen. Crocs sind irgendwie doch süß. Es gibt nur zu viele von ihnen. Dave hat halt so wenig Ahnung von Spielen. Das ist manchmal weird, dass er überhaupt sein Keymapping im Kopf behalten kann. Was ist Keymapping? Oh, du bist es wieder. Tut mir leid. Dass ich mich noch nicht um dich kümmern konnte. Bist immerhin ein Kunde. Da, darauf ist Verlass. Nach MSM da. Dummstar erledigen das. Das ist unser Motto hier beim Bauunternehmen. Dummstar, ich bin der Geschäftsführer. Wir kennen uns schon, egal. Doch wenn es um mein Kind geht, fehlt mir das Selbstvertrauen. Kind? Meine Tochter Mathilda, weißt du? Mathilda ist übrigens ein Panzer. Das war mein Lieblingspanzer in, wie hieß es denn? Das Panzerspiel. World of Tanks, ne? Ja, World of Tanks. Mathilda war ein T4 Brückenpanzer. Der hat Spaß gemacht. Just saying. So liebenswert und sieht meiner Frau Powder und mir so ähnlich. Hoffentlich nicht, für das arme Kind. Doch bald wird Mathilde nach Gerudo-Stadt aufbrechen. Da würde ich nicht hingehen. Die Geburtsstätte meiner Frau. Die Gerudo haben ein Gesetz. Bis zu einem bestimmten Alter dürfen sie nicht mit Männern in Kontakt treten. Solange sie noch jung sind, ist das kein Problem. Aber haben sie ein gewisses Alter erreicht, nun dann kommt jemand aus Gerudo-Stadt und holt sie ab. Angeblich ist der Aufenthalt in Gerudo-Stadt eine große Ehre für einen Gerudo. Und Mathilde scheint sich auch schon sehr darauf zu freuen. Deshalb wollte ich eine große Abschiedsfeier für sie veranstalten. Doch ich hatte ja keine Ahnung, wie schwer so etwas einem Vater fallen kann. Ach, bitte verzeih mir meinen Ausbruch, aber ich muss zurück zum Projektgelände. Ich muss gleich in diesem Moment... Oder auch nicht, aber es kitzelt immer noch. Nur zu gern würde ich noch mehr Zeit mit meiner Tochter verbringen, bevor sie abreist. Ach, die Nasskette. Doch ich habe leider alle Hände voll zu tun. Jetzt ist meine Nase auch noch verstopft. Warum das denn? So, jetzt ist, weil ich nicht niesen konnte, meine Nase zugegangen. Muss ich kurz schneuzen, Entschuldigung. Ha, doch ich habe leider alle Hände voll zu tun, meine Frau auch.
kann keine weiteren Aufträge annehmen, weil der Umzug sie wohl so stark in Anspruch nimmt. Wünschte jemand, würde Mathilde etwas Gesellschaft leisten, dann fühlt sie sich wenigstens nicht so einsam. Sie hat doch Freunde hier. Hä? Das ist der Dummste. Er darf niemals den Boden berühren. Ne? Also ja, hm. Das muss ich mit der Frau sprechen, nehme ich an, ja. Ich bin der Schauunternäher Bumster. Ich mache Löcher für Plumpsklos. Stimmt eigentlich. War das ein... Nein, ich möchte überhaupt nicht darüber nachdenken. Wie tief waren Plumpsklos früher, als die noch gang und gäbe waren? Und wie wurden die geleert? Gab es dann ein Automat? Hat man die irgendwie an Klippen gebaut mit dem automatischen Abflusssystem zwangsläufig? Weil jedes Mal, wenn da was reinfällt... Ist halt auch blöd und musste man die dann durchwaschen, dass die nicht verklumpen und dadurch verstopfen oder? Ich weiß es nicht. Ist eine gute Frage, ne? Das sind die wichtigen Fragen, die sich die Menschen früher gestellt haben. Die Gerudewüste ist trocken und regnet es fast nie. Da braucht sie eigentlich keine Regenkleidung. Aber so heiß es tagsüber ist, so eiskalt ist es nachts. Ich sollte ihr reichlich warme Kleidung einpacken. Hi! Oh, ich hab dich gar nicht bemerkt. Ich denke darüber nach, was ich meiner Tochter für ihren Umzug mitgeben soll. Sie möchte so gerne noch etwas Zeit mit den Leuten hier verbringen, bevor sie wegzieht. Und sie lernt so fleißig in ihrem Zimmer. Da möchte ich einfach etwas Gutes für sie tun. Ja, sobald meine Tochter umgezogen ist, werde ich wieder Bestellungen für Traumhäuser entgegennehmen. Ich hoffe, du kannst dir noch so lange gedulden. Hä? Ich gehe jetzt einfach so rein, mir doch egal. Hi. Ah. Oh, ich bin ein kleines Mädchen in meinem Zimmer. Plötzlich kommt ein Fremder. Hi. Ja. Guten Morgen heißt Savotta. Hallo heißt Savak. Und auf Wiedersehen heißt... Da gab es aber nichts. Ich kann Papa und Mama schon von... schon bald Savork sagen. Buxchen! Gott, erschrecken wir doch nicht. Hallöchen. Mein Mod ist vor ein paar Minuten ins Bett gegangen. Das ist alles für den Arsch hier. Schönen guten Abend. Was gab's bei euch? Warframe! Oha! Da habe ich, glaube ich, auch jemanden, den hättest du lieber raiden sollen. Die gute Smetty. Smetbonia. Die spielt auch mal Warframe. Die war vorhin live zumindest mit Warframe. Aber hi, dankeschön für den Raid. Wie geht's euch? Von Warframe zu Zelda. Wir haben gemeinsam, wir kämpfen mit Waffen. Irgendwie. Das ist Zelda. Hi. Wie war's? CC. Erst Beat Saber und dann Warframe. Beat Saber ist so eine Sache, die würde ich, glaube ich, für 5 Minuten gerne mal spielen und mir dann denken. Nie wieder an. Das wäre meine Lunge danach. Ja. Warframe Best Game nach Guild Wars 2. Ich habe Warframe damals in der Beta gespielt. Vor fast 10 Jahren oder so. Das hat sich sehr verändert. Entsprechend kann ich es nicht beurteilen. Damals fand ich es doof. Die wurden gelehrt, Kacke und Urin war ein wertvolles Gut. Das war ein Privileg, die zu lehren. Frag mal Geschichtsfenster. Die kennen sich damit aus. Ich würde keine Blumenklos gerne lehren wollen. Und Wukong Best Warframe oder Ember? Wukong ist in League of Legends. Als ich mit League of Legends angefangen habe, war Wukong und Dominion gerade neu in dem Patch. Aha, das war Season 1. Und Season 5 habe ich gesagt, fickt euch alle in League, ich spiele den Scheiß nicht mehr, er geht mir alle auf den Sack. Also ich habe League gequittet, weil die Community einfach furchtbar war. Beat selber 4-5 Stunden am Stück. Ja, das, ich würde nach einer halben Stunde am Boden liegen und nach Luft schnappen und irgendwie noch mit dem Handy zu meiner Freundin. Ich liebe dich. Tschüss. Und auflegen. Das wäre eh nach einer halben Stunde Pizza. Ich dachte, zum Runterkommen ist Zelda ganz gut. Oh, das heißt, wir müssen jetzt entspannten Content machen. Okay, ja gut, wir machen uns eh die Quest erstmal. Wir wollen ein Haus. Und ich habe ein klein wenig gecheatet und nur kurz geguckt, welche Quest denn die richtige Questreihe ist, die starten muss, um an mein Haus zu kommen. Und dann machen wir die jetzt. Das war der Plan. Das heißt, ich glaube, es sollte entspannt werden. Im Moment sollten wir die kleine Mathilde ein bisschen belustigen. Okay, das klingt falsch. Ihr Gesellschaft leisten. Das ist besser.
Wir sind nur gerade ohne das Wissen ihrer Eltern und ihr selbst in ihr Zimmer eingedrungen. Und jetzt ist sie da. Das klingt alles falsch. Ah, Dave belustigt kleine Kinder. Ja, wenn du das so sagst, Gisau, klingt das doof. Und geht's jetzt zu allen Schreinen. Ich werde Papa und Mama schon bald Savok sagen. Also muss ich vorher noch ganz viel lernen. Oh, sie hat das gar nicht mitbekommen. Wer da? Oh. Hast du mich aber erschreckt? Ich habe schon gedacht, du wärst hier, mich abzuholen. Wird nicht besser. Ich lerne ganz fleißig, weil ich schon bald in Mamas Heimatdorf ziehen werde. Da spricht man nämlich die wundertolle Sprache der Gerudo. Und weil ich allen hier im Dorf auch was davon beibringen möchte, muss ich ganz viele neue Wörter auswendig lernen. Magst du auch die Sprache der Gerudo lernen? Dann kommst du genau zur rechten Zeit. Ich wollte gerade Großmutter Monavi eine kleine Unterrichtsstunde geben. Komm doch einfach mit. Mit meiner Hilfe sprichst du bestimmt auch bald fließend Gerudo. Dieses Mal will ich einen Gerudo-Vokabeltest mit Großmutter Monavi machen. Ich muss jetzt nicht einen Vokabeltest in Zelda mitmachen, oder? Ich bin seit Jahren aus der Schule draußen. Das ist gut so. Gott. Wäre das nicht auch was für dich? Nein! Nein, ich will nicht. Oh, nee. Dave dringt mit magischen Fähigkeiten in die Zimmer kleiner Mädchen ein. Ne? Ja. Das klingt so falsch, wenn ihr das so beschreibt. Warte mal, kriegen wir ein Haus hier? Warte, bist du? Du bist Kilton, nicht Colton. Ach Gott. Er ist eine Ehre, dich an so einem schönen Tag wieder zu sehen. Ich habe dich noch nie tagsüber gesehen, mein Lieber. Du hast meinen Gluder Colton wieder getroffen. Stimmt's? Man kann es ganz deutlich riechen. Sei bitte immer schön lieb zu ihm, auch wenn er nicht zu den allerverlässlichsten Gesellen zählt. Aber lass mich dich begrüßen. Ich bin Colton, wir kennen uns schon. Ich habe früher aus Monstermaterialien Dinge hergestellt, die ich in meinem Laden verkauft habe. Aber nachdem ich genug Geld beisammen hatte, habe ich den Stand meinem Bruder übergeben. Dann habe ich mir meinen lang gehegten Traum erfüllt und mir hier etwas Land gekauft. Ein Haus wäre nicht schlecht, ein Zelt zumindest. Leider brauche ich den Direktor des Bauunternehmens Dumstam. Der hat gerade etwas Wichtiges zu tun, aber nichtsdestoweniger steht die Erfüllung meines Traums kurz bevor. Ich zittere nur bei dem Gedanken daran schon vor Aufregung. Ein Traum? Na, no, Tones. Schon seit ich klein war, fand ich Monster großartig. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist jetzt normalerweise der Moment, wo die Leute sagen, was, Monster? Geht, pfui. Aber du scheinst erfrischend anders damit umzugehen. Wie wunderbar. Natürlich sind Monster gewalttätige, weithin verhasste Kreaturen. Aber es gibt etwas Traurigeres, als gehasst zu werden, nur weil man missverstanden wird. Deswegen möchte ich den Leuten Monster näher bringen, damit sie irgendwann so lieben wie ich. Das ist mein Traum und dafür brauche ich die Hilfe des großen Dumster. Hey, wenn Dumster endlich Zeit hat, sollst du unbedingt wiederkommen. Das gibt ein monstermäßiges Spektakel. Du möchtest hier eine Achterbahn bauen und zeigen, wie cool Monster sind. Irgendwie sowas. Ah, wir haben das Mädchen verloren. Gut. Na, hier, steht sie doch. Warum müsst ihr das jetzt klippen? Sag mal, Nintendo wusste genau, was sie da machen. Mit den Feen vor allem wussten sie es wirklich genau. Oh, okay, ich muss los. Lurk. Tschüss, Holz. Viel Spaß. 38 Hertz. Das ist ein bisschen viel. Savak, Großmutter Monavi. Ach, Mathilda. Vergnügt wie eh und je. Du wirst mir sicher wieder etwas Unterricht geben. Habe ich recht? Ja, genau. Ich habe heute sogar einen echten Grünschnabel dabei. Also dann, Großmutter Monavi, es ist wieder Zeit für Mathildes wunderbaren Vokabeltest. Oh Gott. Wie lautet das Wort für Großmutter in der Sprache der Gerudo? Großmutter in der Sprache der Gerudo. Wie sagt man denn dazu noch gleich? Vava. Klingt wie Vulva. Schade. Das war wirklich jetzt meine Herangehensweise. Weil Vai ist Waifu und Voi ist Boy. Ja, so merke ich mir das. Lass mich. Falsch, zu schade. Großmutter Monavi hat auch nicht rechtzeitig geantwortet. Willst du es nochmal probieren? Ja, nochmal von vorne. Oh Gott. Was weiß ich denn wieder? Da ist Wada. Falsch. Ja, nochmal.
Das ist ein Try and Error. Irgendwo hätte man das bestimmt lesen können. Wabba. Ding, ding, ding. Perfekt, korrekt. Ach ja, wichtig, Wabba. Es lag mir auf der Zungenspitze. Wie es scheint, haben wir hier noch jemanden, der mit der Sprache der Gerudo vertraut ist. Dank der lieben Mathilde habe ich einen Gerudo-Wortschatz, meinen Gerudo-Wortschatz beachtlich erweitern können. Ja, das ist die Sprache, in der Mamas Heimat gesprochen wird. Und wenn jeder hier Gerudo spricht, dann fühlt sich Mama vielleicht auch nicht so einsam. Stimmt's? Jetzt, da ich mir um Mama keine Sorgen mehr machen muss, werde ich mich um Papa kümmern. Oh, ich hab's! Vielleicht kann ich Papa bei seiner Arbeit helfen, da er immer so viel zu tun hat. Am besten gehe ich gleich runter zur Schwebebahn und fahre runter zum Projektgelände. Ach, das ist ein Projektgelände. Und hallo, ich möchte hier hinterherlaufen. Ich darf nicht. Och, Mathilde. Sie ist noch viel zu jung, um sich so viele Sorgen um ihre Eltern machen zu müssen. Aber vielleicht erübrigt sich ja alles von selbst, wenn ihre Eltern von dem Assassinen, den wir beauftragt haben, seit Tagen die Verantwortung übertragen wurde, kann man nicht mehr so einfach mit der Schwebebahn fahren. Ach stimmt, das ist der Typ, der Geld will. Auf dem Bauernhof landete der Inhalt des Plumpsklos. Was heißt das? Was heißt das? Schüttloch. Das ist das Pfütti bei euch, Gülle. Ah. Der ist landet auf dem Feld, genau. Das ist der Affe. Ach, das ist ja. Muss ich dir natürlich Geld geben? Ich will nicht. Hat er mich schon selbst verletzt beim Gegner bekämpfen? Was? Haben wir 28 Herzen Schaden gemacht? So. Oh, ich habe das Ding mal mitgenommen, weil ich dachte, vielleicht kann man es gut verkaufen, aber es scheint einfach nur ein komischer Stein zu sein. Ich sollte schleunigst jemanden finden, der dumm genug. Was ist? Willst du zum Projektgelände? Wenn du die Schwebebahn nehmen willst, musst du eine Nutzungsgebühr heben. 20 Rubine, das gilt für alle, ganz ohne Ausnahme. Allerdings kostet nur die allererste Fahrt. Ach so, danach kannst du so oft fahren, wie du willst. Ja. Dann will ich dich mal durchlassen. Oh ja, da klingelt die Kasse. Die Steuerung ist einfach. Mit einem Schlag bewirkst du, dass die Bahn losfährt, beziehungsweise anhält. Benutzt du das Ding jederzeit. Was ist mit dem Stein da? Oh, interessierst du dich etwa für diesen Stein? Tja, der war auf dem Projektgelände vergraben. Es ist ein seltener Stein, also habe ich ihn mit... ich meine, ich habe ihn als kleines Andenken mitgenommen. Mitgehen lassen, wollte er sagen. Aber wenn du Interesse hast, würde ich ihn dann nicht abgeben. Kaufe ihn zum Schnäppchenpreis von 100 Rubinen. Das ist mir zu teuer. Wie wär's denn mit 80 Rubinen? Noch was runter. Nee. Hey, was soll denn das? Wer ist denn Ruli? Ach sieh, guck mal. Du versuchst schon wieder einem Fremden irgendeinen Schund für einen Haufen Rubinen zu verkaufen. Das Ding sieht aus wie ein zu groß geratener Feuerschein. Das kann doch nichts Besonderes sein. 60, nein, 50 Rubinen sollten für sowas mehr als genug sein. Nein, was versteh doch. Das ist ein ehrliches Geschäft. Na, na gut. Aber dann sieh mich auch bitte nicht mehr so böse an. Also gut, was hast du von 50 Rubinen? Ja, von mir aus. Was? Ich habe es tatsächlich geschafft, diesen seltsamen Stein zu verscherben. Ich bin ein Glückspilz. Das ist ja großartig. Junge, Junge, du musst Adleraugen haben. Dieser Stein wird als äußerst wertvoll gehandelt. Er ist definitiv ein guter Kauf. Von diesem Moment an gehört der Stein dir. Bitte, nimm ihn dir. Ja, und damit sind wir pleite. Ich lasse ihn einfach hier stehen. Du kannst ihn jederzeit mitnehmen, wenn du möchtest. Trag ihn doch mal. Ja, grinst nicht so blöd. Was ein Arsch. Also jeder handeln. Immer handeln. Die wollen einen nur abzocken, die Quatschköpfe. So, hallo. Möchtest du? Danke. Das Problem ist... Hallo? Ich weiß gar nicht, wohin damit. Gerade gucken. Ja, ja. Goddammit, hey, was machst du denn da? Direkt der Dummste hat diese Schwebebahn gebaut. Davon gibt es auf der ganzen Welt nur eine einzige. Oh je, ich lasse dich schnell in Ordnung. Ich kriege ganz mächtig Ärger. Die Schwebebahn zu reparieren ist eine schwierige Angelegenheit. Schließlich werden hier so Rohbauteile verwendet. Das war Holz. Tu mal nicht so. Ich hab das Holz kaputt geschlagen aus Versehen.
Nein, ich will auch nicht wieder das passieren. Aber das war ganz schön kompliziert. Also seid in Zukunft bitte vorsichtiger. Ja, dann bau die nicht so weit oben. Du hast gesagt, ich soll zuhauen, ja? Dass das so langsam sich nur bewegen kann, ey. Die Batterie nehmen wir allerdings auch noch mit. So. Was? Wenn das auch so ein Real Life wäre? Was genau? Pack doch auf! Was ist denn das? Ah, hat doch die Schnauze. Oh mein Gott. Wirf nie ein Rhodium. Was ist denn ein Rhodium? Das ist doch schon eine super schwache Waffe. Hier. Danke. Der rote Kristall. Warum? Was macht das? Oh, guck mal, dummster Projektgelände. Oha. So. Da ist ein Automat. Ich hätte das Ding vorher suchen sollen, ne? Das wäre klug gewesen. Mist. Das war jetzt nicht so klug. Warum öffnet sich das Ding schon wieder? Na, geh weg. Ich muss auf jeder Seite eins wegen Balance. Nee, das ging zum Glück. Weil wir waren in so einer Art Schiene. Wenn es jetzt frei schwebend balancieren würde, dann ja, dann hätten wir Balance machen müssen. Aber da das ja die Schiene war, so, und seitlich schon Zeug war, war es egal. Es hat sich selber in Spur gehalten. Deswegen ist das zum Glück so gebaut. So. Ja, fuck off. Keine Ahnung, wo das Ding hin soll. Da? Nee. Da! Gefunden. Das war weit weg. Oh, wie komme ich denn da hin? Da kommen wir nicht hin. Hallo. So, zack. Wir brauchen Ventilatoren. Da ist einer. Hep. Eine Batterie sehe ich nur leider hier nirgends. Und eine Steuereinheit wäre ganz schön, also ein Lenkrad. Lenkrad? Nee, das ist. Das ist einfach, die Dinger zu finden. Nee. Kein Lenkrad. Das ist ärgerlich. Mit Gyrosteuerung. Na gut. Nee, ich sehe keinen. Schade, wir hätten Rollen unten drauf machen können, aber es ist einfach zu starten gewesen. Spät. So, wo ist das Ding jetzt hin? Da drüben? Da muss man hin. So, warte mal, wir starten hier im flachen Wasser. Vielleicht ein bisschen weiter hinten.
So. Gut. Ah, es klappt nicht. Halt, ach Gott, ich muss da drüber. Wir hätten gar keine Batterie gebraucht. Ah, alles gut. Plumps. So, gib Steinchen. Und hepp. Der Stein ist doch da. Ach, ich muss das erst aktivieren. Wenn der Stein jetzt resettet wird, dann werde ich aber böse. Einmal zahlen, immer fahren. Wenn das so in Real Life... Oh ja, das wäre schön, ne? Hallo. Ich weiß, wo du hin musst. Ich auch. Dann bist du schon klug. Du machst so eine Unfug. Nicht mal so gelogen. Dino, Dono, Dino, Dini. Sehr kopflastig, ja.